Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frankenstein-Beitrag. Wir sind heute in Würzburg und treffen uns nun mit Roland Weigand, dem Leiter des Röntgenkuratoriums. Herr Weigand, wer war denn eigentlich der Herr Röntgen? Röntgen war ein weltberühmter Physiker. Er war hier 12 Jahre in Würzburg, er war Ordinarius für Physik und Direktor des Physikalischen Instituts und entdeckte hier die berühmten Strahlen. Und wie hat er die entdeckt? Wir befinden uns hier in diesem Raum, hier arbeitete Röntgen mit Kathodenstrahlen und wie er immer wieder betonte, fand er durch Zufall diese Strahlen während dieser Kathodenstrahlversuche. Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben, wo denn die Röntgenstrahlung heute nur Anwendung findet? Ja, die Röntgenstrahlung hat bis heute, bis in unsere Zeit, nichts von ihrer Bedeutung verloren. Wir verwenden Röntgenstrahlung bei der Materialprüfung, wir verwenden sie bei der Untersuchung archäologischer Funde, wir verwenden sie bei der Erforschung des Weltalls, bei der Sicherheitstechnik, um nur einige Beispiele zu nennen. Die populärste Anwendung für uns ist natürlich die Untersuchung im medizinischen Bereich. Und so werden zum Beispiel jedes Jahr in Deutschland etwa 140 Millionen Röntgenaufnahmen angefertigt. Wahnsinn. Das mag die Bedeutung dieser Strahlen ein bisschen untermauern. Und hier speziell in Würzburg, wo finden wir da noch Spuren von Röntgen? Spuren von Röntgen finden wir verteilt über die ganze Stadt. Wir haben hier die Röntgen-Gedächtnisstätte, wir haben an der Universität eine Röntgen-Gedenkvitrine, wir haben hier vor dem Gebäude den Röntgenring, wir haben in der Stadt das Röntgen-Gymnasium, es gibt einen Lehrpfad der Nobelpreisträger, auch dort finden wir Röntgen wieder. Viele, viele Beispiele, wo Röntgen gewirkt hat. Für all diejenigen, die noch nicht genug von der Röntgenstrahlung haben, die sollten dem Röntgenkuratorium in Würzburg einen Besuch abstatten.